Yes. Noch eine verschlossene Tür für dich. Komm, hau rein, BD. Lass knacken. Oh. Du Experte. Unproduktiver Humanoid. Systeme fallen aus. Stimmt, das war der Move. Ja, erinnere ich mich dran. Stimm, BD. Boah, was ist jetzt hier los? Erholt sich. Eindringling ist dem Schlag ausgewichen. Lüge. Unbedeutend. Was macht er jetzt? Ich weiß noch nicht mehr, welcher meiner ist. Ach, scheiß drauf, wir machen die kaputt, Alter. Komm her. Nein, ich hab gerade den Move gemacht. Da wurde ich zu billig. Ich mag das nicht, wenn die so alle auf einem Haufen stehen. Warte mal. Was war's? Oh, wow! Ich konnte mein Lichtschild werfen und gleichzeitig mit dem anderen wieder arbeiten. Warte, lass das nochmal machen. Trivialer Gegner. Geil. Schlag nach oben. Integrität gefährdet. Ja, Entschuldigung, ich muss mal kurz. Wertlos. Oh, ist das geil! Ich brauch wirklich einen Stim. Gib mir mal einen Stim. Boah, dieser Move ist so sexy, das ist unglaublich. Ich bin richtig begeistert davon. Boah, ist das geil. Komm. Mach mal bitte auf. Du machst das schon, BD. Sia, wir müssen hier weg. Sie nehmen Illum ein. Alles in Ordnung? Nein, ich wurde entdeckt. Und das ist nicht alles. So, können wir in Ruhe ausruhen. Dann gehen wir nochmal kurz in den Fähigkeitenbaum. Können wir da jetzt was Neues haben? Da, guck mal da. Komm, nehmen wir den mal. Mal bam! Bam! Ja. Nice. Gefällt mir. Sieht gut aus. Kalberkristalle ab. Captain, bereit machen zum Start. Bist du bereit, etwas Gesindel zu eliminieren, Sturmtruppe? Ja, Sir. Deine Zeit wird kommen und erwartet noch einiges an Action. Ich weiß nicht, ob ich hier lang gehen sollte. Das andere war grün. Das andere sah so aus, als wenn ich da lang gehen müsste. Deswegen gehen wir natürlich erstmal hier lang. Logische Schlussfolgerung, oder? Tada. You gotta love it. Was hast du gefunden? Ist hier irgendwas Spannendes? Ich hätte nie gedacht, dass ich als Letzter übrig bleibe. Was ist das? Einfach mal gucken. Jedi beobachtet. Ah ja, guten Morgen. Ja. Die sind, ja, ja, Verfolgung. Kannst mich mal. So, wir gehen hier. Unauffällig wieder zurück. Wenn es überhaupt geht. Ne, ich kann gar nicht nach da springen, oder? Okay. Dann müssen wir doch oben lang zurück. Entschuldigung, ich dachte, ich kann jetzt hier wieder zurückklettern. Wir rennen aber trotzdem einfach an den Gegner vorbei. Ich mache jetzt nicht nochmal alle fertig von denen. Das ist ja sinnbefreit. Moin, Mädels. Na, ist fit im Schritt? Naja, kommt mir erstmal hier hinterher und dann reden wir weiter. So, perfekt. Dann machen wir hier mal auf. Boah, die Farbe! Aufpassen! Oh, da habe ich einfach in den. Oh. Ich brauche Verstärkung. Warte. Oh, da. Nein, den will ich nicht visieren. Ich will den schützen. Ich komm nicht weg.
Ich will den Scheiß schützen, hallo. Oh ja, guten Morgen. Können wir darüber reden, Shiri? Ich gehe einfach. Ja. Haltet ihn endlich auf! Achtung! Oh, da kann ich gerade noch durch. Ja, ja, hinter. Nicht nachlassen! Er ist erledigt! Holen wir ihn! Ja, das sind ich. Dieses Anvisieren. Lasst ihn ausbluten! Wir müssen dranbleiben! Er ist getroffen! Bringt es zu Ende! Gib mir etwas Zeit! Digga! Ich will. Ich komme schon noch durch. Halt still! Mich kriegst du nicht! Sackratte. Hilfe, Digga, bitte! Ich muss trotzdem aus dem nehmen. Ja. Bleib zurück, ich schaff das. Ich muss ihn einfangen. Ja, soll sich ein anderer abknallen lassen. Zurück! Er bewegt sich. Zieh höher. Ich. Seht, wie der Jedi. Gib mir doch mal. Seht mal, er hat Angst. Nee, ich will einen von euch visieren und nicht alle 15. Meine Scheißfresse. Nein, gib mir einen anderen. Lass ihn uns ordentlich verprügeln. Ich mach ihn fertig. Es kann doch nicht vorbei sein. Das hab ich verbockt. Blute für mich. Du kommst an diesem Außenposten nicht vorbei. Ich will weg hier. Hallo. Hör auf zu visieren. Lass mich hier doch. Alter, ich krieg ja. Hier oben. Ich könnte auch einfach an dir vorbeirennen, aber nein, wir töten die jetzt. So, erstmal dich. Na Mann, dann halt nicht, weil drei Leute angreifen. So, weg mit dir. Nein, gib mir erst Plepp. Oh, du wirst nicht entkommen. Digga. Los, Attacke! Kämpfe gegen mich, Jedi! Ich bin so froh, dass du in diesem Finisher geschützt bist. Nein! Jenny! Aufgeladen! Mehr für mich! Digga. Ich werde die Sache in die Länge ziehen. Hör auf zu laufen! Meine Fresse. Boah, dieses Anvisieren, also diese... Ach, wisst ihr was? Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Erschieß ihn! Ich brauche eine Minute. Jetzt mal auf den Sack gehen. Du bist auf allen imperialen Kanälen. Ja. Sie schicken alles, was sie haben. Ich habe auch kein Leben mehr. Leon Greece ist sicher. Wir sind versteckt, aber der Sturm zieht ab. Bald ist unsere Deckung weg. Eieieiei, das war ja nicht gut. Ja, schön doch bitte bis zur Wand. Danke. Ihre Verschlüsselung ist gehackt. Ich störe Ihre Nachrichten, aber das geht nicht lange gut. Vielleicht gewinnen wir so Zeit. Danke. Hier sind überall Sturmtruppen. Elum war unser. Unbedingt mal hinsetzen. Kerl, das dürfen Sie nicht vergessen. Oh, wie komme ich jetzt hier clever raus? Ah ja, so, danke. Immer noch unklug. Hoppala, komm ich rein. Er bewegt sich. Ich habe freien Schuss. Ach, Digga, diese Schelle von der. Feuerbügel!
Verblockt. Suizid. Geh weg. Der Bruder. Warte mal. Was? Das geht nicht auf ihn? Was soll das? Sofort! Hey, Kumpel! Stimmt! Gott. Digga! Wie soll ich den Dodge? Ich habe sogar Kreis gedrückt. Also, das ist. Hey, ein Eindringling! Okay, also gut. Hier rauf, Bad! Er ist zu schnell für uns! Ihm nach! Ich weiß nicht, irgendwie das Kampfsystem ist super geil, aber es fühlt sich richtig scheiße an. So, bald du gegen zwei kämpfst, finde ich es wirklich richtig räudig. Also, hier, da kommt Besuch. Reese soll die Mantis schließen. Mit dem Imperium im Schlepptau? Hast du sie noch alle kleiner? Vertraut mir. Okay, wir schließen das Schiff. So, wir rennen hier jetzt mal ein bisschen. Wie, als wenn wir nicht wüssten. Komm. Okay, hab ich gar nicht gesehen, die Schüsse. Oh. Rakete ist unfair. Gott. Ich sehe die Scheiße aber auch nicht, Alter. Lauf einfach mal ein bisschen. So, wie machen wir das jetzt geschickt? Kann ich mich an die Rand schleichen? Wahrscheinlich nicht, ne? Dauert das halt ewig, ne? Aber ich meine, so funktioniert es auf jeden Fall. Also so funktioniert das definitiv. Das sind Granaten, da bin ich ein bisschen weg. Scheiße, den habe ich nicht gesehen. Schon bei der Hälfte, ne? Also. Mitte. Komm, Mitte. Danke. Nicht Granaten. Hi. Mitte. Nee. Nicht Rakete. Mitte. Was? Wie schnell bist du? Wo bist du denn? Ah, da bist du. Der kriegt gut aus dem Maul. Die Granaten, auf die habe ich keinen Bock. Jo, die eine rollte ja mega weit zu mir. Ja. Nein, Granaten. Komm. Also wenn wir einen fertig haben, gehen wir auch den anderen im Nahkampf. Aber ich habe echt kein Bock jetzt gerade. Dass wenn der eine die ganze Zeit genau sowas macht. Noch da. Ah, der eine sieht ja schon fast gut aus. Ja, du genau dich will ich. Ja, komm, komm, komm. Aber weißt du, wisst ihr was? Wir probieren mal. Ja.
Schade, ich kann nicht ran. Komm. So, jetzt können wir den anderen auch im Nahkampf, ja. Ah ne, warte. Entschuldigung. Oh, da war noch eine Granate. Da war noch eine Granate. Hilf mir bitte! Ach, diese Granaten! Aber da egal, das war guter Schaden, komm. Das müsste es eigentlich gewesen sein, oder? Kommt der Typ noch raus? Eieiei. Oh, ein Gegner ist wie immer bei diesem Spiel super geil, aber mehrere nebeneinander funktioniert gar nicht in diesem Spiel. Holy shit. So, guten Morgen. Klopf, klopf. Was ging? Hi. Ohne euch alle wäre ich nicht hier. Als ich auf Bracca war, träumte ich davon, Coruscant mit Überlebenden vom Rat der Jedi zu stürmen. Jetzt setzt der Orden alles auf einen Spieler, einen gefallenen Jedi und einen gescheiterten Padawan. Ein Haufen Versager. Das kannst du laut sagen. Auf BD kann man sich verlassen. Er ließ Cordova seine Erinnerungen löschen, blieb zurück, um uns zu führen. Aber auch wenn es unmöglich erscheint. Ihr beide würdet alles opfern und weitermachen. Scheitern ist ein Teil der Reise. Jetzt verstehe ich. Danke. Euch allen. Gleich, Kerl. Bitte. So. Warte, wir gehen noch kurz raus. Aber jetzt haben wir anscheinend die Zeit. 87% erkundet. Ah, guck mal, da oben kann ich noch lang. Was bist du denn? Keine Ahnung. Stimmt, das war das, wo ich am Anfang gesagt habe, dass wir da noch hin müssen. Wollen wir mal nachgucken gehen, ob ich da jetzt schwungvoll hinkomme? Das würde mich legit interessieren. Ich meine, ich habe ja nicht gerastet. Kann ich direkt hier anfangen zu klettern? Das sieht doch dann aus, als wäre das für mich gemacht, oder? Oh ja, lovely. Ja, guck mal. So, komm her. Los, geh da rein. Okay, BD, was ist es? Poncho-Material, jawoll. So, haben wir jetzt auch fertig? Guck mal, erkundet eine Truhe, 1 von 1 Geheimnis. Ich weiß nicht, was ich mehr möchte. Lovely. Geil, dass das funktioniert. Ah, können wir doch bestimmt nochmal machen, oder? Ja, ein bisschen hakelig, aber ansonsten, ja, easy. Ja, perfekt. Ja, guck mal, genau so muss das laufen. Genau so. Nice. Keine Ahnung, ich muss sagen, das, was mir mit am besten gefallen hat jetzt von dem Planeten, war legit der Abschnitt mit diesen Kampfrobotern, wo die immer einzeln, also oder in Zweiergruppen kamen. Und einen dann angreifen. Das war perfekt. Du konntest dich konzentrieren. Auch da war das Anvisieren immer noch ein bisschen schwammig, bin ich ehrlich. Aber ansonsten, das war geil. Und dass wir jetzt, also zwei Lichtschwerter haben, also doppelhändig sozusagen. So,
Ich weiß gar nicht, was denn jetzt der Plan ist. Hey, war auf Zephyr nicht dieses abgestürzte Riesenschiff? Ob es da drin was zu holen gibt? Datum hier. Guck mal, Datum habe ich auch krass viel erkundet. Bogano war der Anfang, wo wir noch nichts freigeschaltet. Kashyyyk habe ich auch fast alles frei. Zephyr. Der Zephyr hat doch übelst viele Truhen. Ach, das war das wahrscheinlich, weil so viel unter Wasser war, ne? Naja, belastende Kiste. Ja, keine Ahnung, warte. Das Erste, was wir machen, wir gucken uns nochmal unsere Pflänzchen an. Hey, Grease. Rufst du mich? Sind diese Ranken sicher? Kapselnecke, Milchgras, Blütenpilz. Ja, es ist ganz schön anstrengend, sie jeden Tag zu schneiden. Aber die sind okay. Bäuchchen. Außer ich vergesse, sie zu schneiden. Sehr beruhigend. So, dann gucken. Chillen wir mal kurz. Chillen wir uns mal kurz hin. Hallo, ich kann mich nicht hinschillen. Warum kann ich mich nicht hinstellen? Ah, wahrscheinlich, weil eine Cutscene kommt. Komm, dann geben wir uns noch die Cutscene. Und dann mache ich auch nochmal eine Aufnahmepause. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie weit wir da mit dem Game sind. Ich glaube, wir sind dann gut zweite. Wir haben jetzt ungefähr das zweite Drittel fertig. Was wir wohl finden. Das hier sieht noch so aus, als wenn hier noch so zwei Planeten am Rand kommen würden. Aber werden wir ja sehen. Datumir. Ich muss mich ihm stellen. Ja. Und jetzt bist du bereit dafür. Was ist mit euch und Thriller? Vielleicht werde ich nie bereit sein. Du weißt, was du tun musst, um dich zu heilen. Und das macht mich sehr stolz auf dich. Mein Weg ist anders. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Müssen wir eigentlich mal tanken? Ich glaube nicht. Aber egal. Aber nice, da sind wir gut weitergekommen, glaube ich. Ich hätte gerne natürlich noch ein bisschen mehr Bossfight gehabt. Wir hatten den einen Nebenboss. Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Der relativ nice war. Auf Datumir. Und jetzt hier, das war jetzt mehr so ein bisschen Story-mäßig. Aber war cool. Okay, setz dich. Das Raumschiff ist einfach wild. So alles wird gut. Fucking unauffällig. Gibt's Wetten darauf, welche furchtbaren Dinge diesmal passieren werden? Noch mehr Tote? Riesenspinnen? Killerpflanzen? Riesenspinnen. Moment. Ich konnte gerade wetten oder so. Stand gerade irgendwas mit rechts und also mit Pfeiltasten rechts, links. Egal, kann ich mich jetzt hinsetzen? Ich kann meditieren. Habe ich Skillpunkt? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich habe nur einen Skillpunkt. Oh, ne, warte mal, ich habe gar keinen Skillpunkt. Gucken wir uns aber noch schnell das neue Poncho-Material an. Oder wir gucken generell mal. Erstmal das Lichtschwert-Ding. Ob wir einen neuen Griff haben. Sender. Den hatte ich jetzt. Habe ich davon 9? Der sieht ganz cool aus. Schalter. Der muss jetzt zum Griff passen. Der sieht ganz gut aus. Ah, guck mal unten. Ja, unten wäre es natürlich passend, wenn wir dann den passenden nehmen, ne? Material. Boah, golden. Ah, ich fühle. Boah, Premium-Inhalt. Körperkepo. Ja, das Goldene sah schon ziemlich fancy aus. Oh, rot. Rot und lila. Ja, komm, nehmen wir rot und lila. Farbe violett. Was ist immer das andere? Cyan und Magenta und Indigo war das, was ich als blau-lila betitelt habe. Boah, ist das Porno. Wie geil. So, dann gucken wir schnell mal ins Poncho-Material rein. Wie immer. Das haben wir freigeschaltet, ne? Gefällt mir actually sehr. Ja, das müssen wir dann irgendwann anders noch freischalten. Nice. Also ganz ohne? Na, fühle ich nicht. Ich fühle den Poncho eigentlich schon sehr. So,
Ne, dann mach ich aber hier nochmal Aufnahmeschluss. Oh, waren jetzt wieder 2 Stündchen. Wir sind gut weitergekommen. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Ich hoffe natürlich, dass ich es fertig kriege, bevor das neue rauskommen wird. Ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Zusehen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.